Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Shakedown-Zuschauer und Freunde des gepflegten Radsports. Ich habe wieder ein kleines Video vorbereitet aus dem Interview mit Louis Lürs, dem Neoprofi von Bora-Hansgrohe. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, das komplette ungeschnittene Video findet ihr bei Patreon unter dem Link hier unten in der Videobeschreibung oder jetzt hier oben in der Infobox. Ja, einfach auf Patreon gehen, dort abonnieren und dann seht ihr alle Interviews, die auch in naher Zukunft noch hier auf dem Kanal zu sehen sein werden. Ungeschnitten, ungekürzt und mit einigen, wie gesagt, WLAN-Abbrüchen. Jetzt aber viel Spaß mit dem kleinen weiteren Ausschnitt aus dem Interview mit Louis. Have fun. Genau, erzähl mal, also du hast es eben schon angerissen. Was für ein Fahrertyp bist du denn genau? Ja, also in den Junioren ist es relativ schwierig zu sagen. Da ist man entweder talentiert, hätte ich gesagt, oder nicht wirklich. Und dann gibt es halt noch Leute, die relativ leicht sind und deswegen in flachen Rennen, also die eigentlich in den Junioren schon recht gut sind und trotzdem abgehangen werden. Also so von denen, die gute Leistungswerte haben, aber halt zu leicht sind und trotzdem abgehangen werden. Bei mir war es jetzt so, dass ich immer einer der Mittelschweren, sage ich jetzt mal, war, mit meinen 66 Kilo. Und von daher, also im Sprint war ich jetzt eigentlich immer gut konkurrenzfähig, da habe ich mich jetzt nie unterkriegen lassen. Und bergauf war ich eigentlich auch solide. Von daher, bis jetzt ging alles gut. Wie sich die Reise entwickelt, das werden wir sehen. Ich denke mal, gewichtsmäßig werde ich allein durch die Rennhärte und die mehr Kilometer, denke ich, ein bisschen was noch verlieren. Ich schaue allerdings, dass ich bei meinem Gewicht schon bleibe, weil so meine Traumvorstellung wäre, dass ich irgendwann mal bei Klassikerrennen vorne bin. Ob das jetzt hügelige oder bergige sind, das werde ich nicht wirklich sagen können. Ich meine, wenn man sich einen Alaphilippe anschaut, der gewinnt auch Klassiker im Sprint am Schluss mit 66 Kilo. Also man muss jetzt nicht 80 Kilo schwer sein, um einen Mailand San Remo zu gewinnen. Aber mein Traum wäre auf jeden Fall, dass ich da zum Beispiel mal hinkomme, sodass ich so bei den großen Klassikern irgendwann mal mitfahren kann. Stark. Okay, das ist ja schon recht konkret. Also du sagst, was ist so dein hast du einen Lieblingsklassiker? Wovon träumt man so? Gibt's da so ein Rennen, wo du sagst, das mal zu gewinnen, das wäre. Ja, da habe ich gerade schon angeschnitten. Also ich bin relativ verbunden dem Land Italien gegenüber. Also wir haben auch, ich habe früher da eine Zeit lang gewohnt. Das ist jetzt, also tut jetzt nichts zur Sache, aber wir haben eine Zeit lang früher im Sommer immer in Italien gewohnt. Und von daher, so Strade Bianche ist eigentlich so mein persönliches Highlight. Also das ist wirklich so mein Lieblingsrennen eigentlich. Ja, Gerade auch verstehe. mit dem Pflaster durch Siena am Schluss. Aber sowas wie Mailand San Remo ist halt auch echt der Hit. Und das ist halt so ein Ding, was mir, glaube ich, liegt, weil ja, gerade dann, wenn es psychisch auch schwer wird für den Kopf und so, dann ist so, wo es bei mir losgeht. Genau. Also ich mag da die Herausforderung. Und genau, also das hätte ich jetzt so als meine zwei Lieblingsrennen angeführt. Verstehe ich voll. Also Strade Bianche muss, also ja, ist ja auch ein unglaublich schönes Rennen. Mailand San Remo ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so schön ist. Ja, es ist halt einfach nur abartig legendär. Aber Strade Ja. Bianche ist natürlich auch einfach von der Szenerie her ein Obertraum. Und von daher, ja, ich möchte da eigentlich nochmal diesen Gran Fondo mal mitfahren. Aber irgendwie überlege ich, ob ich das lieber mit einem Gravelbike mache. Von daher, ja. Ja, einem guten Stark. Specialized-Reifen fährt sich das auch gut. Ah, jetzt kommt hier wieder die Werbung rein. Der Junge ist schon höchst professionell unterwegs. Sensationell. Ja. Ja, erzähl mal ansonsten, was das Team mit dir vorhat. Kann man da schon eine Richtung erkennen? Gibt es da schon vielleicht Wünsche, Ziele, die an einen Jungfahrer wie dich fürs kommende Jahr definiert und ausgesprochen werden? Ja, also grundsätzlich mal gilt es einfach ohne Druck an die Sache ranzugehen. Meine große Erwartung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war, dass ich halt einfach
dass der Rennbetrieb auch in Anführungsstrichen ohne mich läuft. Also, dass ich nicht, wenn jetzt bei einem großen Rennen irgendwie es keinen Helfer gibt, dass ich dann nicht einspringen muss, sondern dass ich halt meinem Entwicklungsstand die Rennen fahren darf, die halt sinnvoll sind. Von daher, ich denke, es ist nicht zu erwarten, dass ich nächstes Jahr die mega großen Rennen fahre, sondern halt einfach langsam reinkomme und mich daran entwickle. Ich denke ja gerade im Moment ist auch die Diskussion ziemlich heiß immer, wie sinnvoll das jetzt ist, in so jungen Jahren schon in ein Profiteam zu kommen und ob dann vielleicht solche Leute auch noch U23 Rennen fahren dürfen oder nicht. Und genau, aber mein. Oh, jetzt ist bei mir das Bild weggebrochen. Echt? Ich kann mal Ja. hier. Sieht, aber ist, bin ich schwarz bei dir? Ja, bei mir ist das Bild schwarz. Warte, warte. Da muss ich mal hier immer diese Internetprobleme dürfen. Pass auf, ich mache mal meine Kamera an und aus. So, ich höre dich zumindest. Ja, vielleicht ist das WLAN bei euch. Ja, jetzt bist du wieder da. Siehst du mich als Bild? Ich sehe dich auf jeden Fall als Bild. Verbindung ist ein bisschen wie zum Mars, ja, aber. Ja, das tut mir leid. Aber nein, um Gottes Willen. Ist doch alles gut. Das ist halt, ne, wenn man sich nicht persönlich treffen kann. Gibt es eine Teamvorstellung von Bora dieses Jahr, Bora Hansgrohe? Oh je. Alles gut. Sekunde, jetzt hat gerade Tja. irgendwie. Und weg ist der Louis. Gucken wir mal, ob er wieder reinkommt. Wobei ich sehe gerade, dass auch tatsächlich meine Internetverbindung. Naja, die ist okay. Die ist okay. Ja, das ist es nun mal. Mit Videocalls. Aber wir gucken, dass der liebe Louis gleich wieder. Da ist er wieder. Hey! Perfekt, jetzt haben wir es wieder. Ja, es Ja. tut mir leid, ich wohne, wie gesagt, südlich von München und unser Ort ist gleich eine Straße. Wir haben kein Glasfaser, kein gar nichts und ja, wir wurden ein bisschen vernachlässigt. Du, ganz ehrlich, ich habe nicht mal WLAN. Ich mache immer mobilen Hotspot bei mir in der Bude. Ja, also von daher kann ich Echt? das gut nachvollziehen. Alles gut. Welche Gemeinde ist es denn? Ich fahre ja immer, ist es da südlich von Grünwald noch? Ja, Grünwald hier ist relativ in der Nähe, ist ein bisschen östlich. Also Gemeinde Brunntal, das ist so bei Ottobrunn. Genau, also zwischen Ottobrunn und Holzkirchen, sage ich jetzt mal. Genau. Ach, schön, Mann. Das ist auch. Ich bin, ich habe, ich hab das, ich habe das letzte, oh Gott. Ich habe ein halbes Jahr jetzt von Oktober 2020 bis Mai 21 am Tegernsee gewohnt und kenne Wow. deswegen die Ecke mit dem Rennrad auch sehr, sehr gut und bin da häufig da auch durch Holzkirchen und so natürlich durchgefahren und alles. Ja. Tegernsee ist cool, ja. Ach. Nicht ganz günstig, aber es ist eine schöne Radregion und ja, generell. Also kann man auch gut auf den Berg gehen, Skitour, Radfahren, alles. Das ist mega. Oh, ja, ich hab mir die Bude mit der Ex-Freundin geteilt, von daher ging's. Ja. Ja, ne, Corona hat bei uns auch zugeschlagen. Ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Ich bin auch immer mit dem Rennrad viel, viel rausgefahren. Waleb ist ungefähr mein Lieblingsanstieg auf dieser Welt. Ja. Ja, hoch zur Monialm. Den Och. kommen, den Strava kommen, den jage ich seit Jahren. Hast du den? Nein, nein, ich jage ihn. Ich glaube, im Moment hat ihn noch Markus Burkhardt, also Burgi. War ja auch bei uns in der Gegend ziemlich viele, in Anführungsstrichen, Hobbysportler sehr schnell fahren. Von Ja. daher, da muss man sich schon bemühen. Und das ist der einzige Struggle, in Anführungsstrichen, wieder ist halt, dass man, ja, so 10 Minuten. All out im Training, das kann man schon mal machen, aber man ist schon nicht so schlecht, wenn man sich an den Trainingsplan dann auch hält. Und also der Trainer sieht das jetzt nicht unbedingt allzu gern, wenn man dann einfach mal 10 Minuten Vollgas gibt im Training, weil normalerweise spürt man das ja schon dann vielleicht noch einen Tag nach und wenn man jetzt am nächsten Tag nochmal ein wichtiges Programm hat, dann Voll, wobei voll, ja. Programm auch wichtig ist. Aber die Gegend ist der Wahnsinn. Also an die paar Shakedown-Abonnenten, die zugucken, ja, Tegernsee, Waleb,
ist wirklich das Schönste, was man auf dem Rennrad fahren kann. Ist einfach so.